Steuerung F. Da ist hier so ein kleines, so ein kleiner Pavillon und da empfängt er dich dann normalerweise. Okay. Und ich gehe dann relativ zügig wieder. Dann habe ich noch ein paar Besorgungen zu tun. Und zwar das erste ist, ich kaufe 2 Sack Brot, Reiskekse, Ja. leicht verzehrbare, ortsübliche Lebensmittel, vermutlich zu horrenden Preisen. Ja, genau. Genau. Einen davon lasse ich aufs Schiff bringen und den anderen werde ich dem nächsten Travia-Tempel spenden. Einfach um mich. Travia-Tempel. Genau, wenn ich ihn dann finde. Ansonsten halt eine Suppenküche. Irgendwo wird es einen geben. So Aber ein mich Küche, mit. ja, Travia-Tempel. Ich guck gerade mal, hier oben ist ein Travia-Tempel bei der Sindefakultät. Puh, also höchstwahrscheinlich an den Brabaker Baracken, also das Armenviertel hier, was dann nicht der Schlund ist. Das ist einfach, da wohnen halt nur die armen Leute, aber da wohnen halt nicht die Mörder und die Raubbanditen, ne? Die sind einfach nur arm. Ja, der Gewissensbefriedigung halber spende ich denen halt. Unterhalte mich noch kurz mit denen, ja, wie schrecklich das doch sei und die Basaltos, dann dachte ich, die seien außer Rand und Band und verziehe ich mich da auch wieder. Ja, du bekommst guten Ruf 1 bei den Brabaker-Baracken. Und das Letzte, was ich tun würde, ist, ich werde mehrere Handwerker in der Stadt aufsuchen und mich so als, sagen wir, leicht über die Ereignisse leicht aufgeregter Händler ausgeben und bei jedem ein paar Waffen fertigen lassen. Sagen wir irgendwie Speere und bei ein paar. Bei ein paar Lederern halt so einfache Lederharnische. Immer nur so 1, 2 Dutzend pro Handwerker vielleicht. Einfach so, als wäre ich ein Händler, der seine Schutzmacht ein bisschen aufstocken wollte, damit nicht Ja. sein Lagerhaus als nächstes abgebrannt wird. Insgesamt 500, würde ich sagen. 500 Speere? Wäre Lederharnische, Schilde. Falls man mal Okay. schnell eine wütenden. Was kostet ein Speer? Ich kann mir das 5 ausrechnen. Silber? Ich glaube, ja. 5 Silber oder sowas? Also ich meine, es ist ja nur ein Holzstock mit einer irgendwie Ich hab's irgendeiner. tatsächlich offen. Es sind tatsächlich ja, das ist Bruchfaktor. Es sind 3 Dukaten. Okay, Okay. warum? Ich weiß es nicht, Ich aber glaube, wenn du aber mir das sagst, dann, also ich sag es ihm ja nicht. wie viel willst du wirklich das Geld ausgeben? Es ist eine Auftragsfertigung. Also, genau, Cash für Ware, denke Naja, ich. die werden jetzt nicht, also Okay, sagen wir Hälfte, zwei sagen wir Dutzend Hälfte. sind 25, die werden jetzt nicht 25 Dukaten, 25 Dinger für 3 Dukaten anfertigen und dann nichts im Vorfeld dafür nehmen. Ja, du hast recht, 300 sind denn teuer. Das ist wirklich teuer. Also willst du halt Knüppel haben oder Lass so? mich, ja, lass mich nur schauen, Kosten weil für das Stück. ich dachte halt, dass Speere halt so die archetypische Billo-Waffe wären, aber Ja. DSA hat mal wieder. Beile Knüppel. kosten immer noch 2 Dukaten, Knüppel kosten Silbertaler. Ja, dann mach doch Knüppel. Da irgendwie Ich einen hätte ja Nagel schon rein irgendwas, oder so? was wirklich als Waffe durchgeht. Ja, die hauen dir einfach einen Nagel oder 2 Nägel durch einen Knüppel durch und dann kannst du damit Schädel zertrümmern. Ja. Lass mich. Dann bezahl halt für deine Treuzacker. Geht nicht um die Treuzacker. Nee, das Es habe geht ich mir darum, schon falls wir gedacht. zufällig auf die Schnelle einen preisgefälligen Mob bewaffnen Naja, das ist mir müssen. schon klar. Ich schaue nur gerade, was Dolch oder Kurzschwerter kosten, um Du sich lässt was dich billigen wären. beraten und kannst mir Ich lasse mich gleich. beraten, ja, und halt auch irgendwie das billigste Rüstungsteil, das Ja. Körpermitte abdeckt und irgendwie kleine Holzschilde, solche Sachen halt. Du weißt ja mittlerweile, dass Boltax Geld hat, dann kannst du den Ich fragen. habe auch, ich hab ja auch Geld gewonnen. Ja. Gut. Genau. Also wie gesagt, dass die halt dann dezentral, wenn ich die auch irgendwie teils nach und nach aufs Schiff Also, transportieren lassen, wie denke gesagt, ich. das Ding ist teuer. Du kannst die kriegen. Das dauert, ich sag mal, eine Woche oder was. Aber die werden auf alle Fälle im Vorfeld das Geld nehmen, weil Ja, das ist viel okay. Geld. Ja, okay, oder halt Hälfte voraus, Hälfte Überlieferung, whatever, ist nicht so wild. Ja, gut, alles klar. Ich habe nicht vor, sie zu bescheißen, falls das irgendwie relevant ist. Das wäre sonst relevant. Okay, dann machen wir weiter bei Zulamin und Boltax, während der gute Abel mir seine Präsentation hält. Nichts deutet darauf hin, dass es sich bei diesem Heiligtum um das von Fex handelt. Ihr betretet das ganze Gebäude. Der Fex-Tempel zur offenen Hand, der hier eigentlich relativ zentral liegt, unweit von der Arena und dem Sklavenmarkt, wo ihr gerade hergekommen seid, beziehungsweise von der Arena. Die Tore des großen, fensterlosen Dreiseitbaus stehen weit offen. Auf den Stufen, die hinauf zum Portal führen, herrscht reges Treiben, also auch zur heutigen Zeit. Kaufleute, Händler, Glücksritter, einige Helden, die hier ohne Scheu ein- und ausgehen, einige Bettler, die davor stehen, vor allem allgegenwärtig hier sind. Einige Almosen, die dazugeworfen werden, die dann im Gewirr der Stadt wieder verschwinden. Und es gibt einen kleinen Gebetsraum, links ab, rechts ab.
Zugänge, die dann verschlossen sind mit Türen, wo man dann tatsächlich als Besucher angekündigt sein muss, was auch immer die dann besprechen. Geheimnisvolle Kammern oder sowas, verschlungene Korridore gibt es hier erst einmal nicht, nur einen unspektakulären Gang mit einem engen, fensterlosen Kammer. Ja, nach einiger Zeit öffnet sich eine Tür und jemand verabschiedet gerade eine Gruppe von 6 Helden, die ihm zunicken. Ja, genau. Und dann tritt er auf euch zu. So, jetzt habe ich Zeit. Wie kann ich euch helfen? Fex zum Gruße. Fex mit euch. Nun, es geht um Folgendes. Und zwar würde ich gerne ein Gebäude in der Stadt erwerben. Und da dachte ich mir, wende ich mich an den Fex-Tempel, denn vermutlich wird eine solche Transaktion ja vermutlich über sie laufen, nicht wahr? Das kann sein, aber selbstverständlich hält dann auch die Fex-Kirche ihre Hand auf, wenn es dann darum gehen sollte, ja. Natürlich, das ist mir bewusst. Das ist auch vollkommen in unserem Interesse. Ich würde im gleichen Atemzug gerne noch ein gewisses Deputat anlegen, mit einem monatlichen Auszahlplan, denn ich habe mit dem Gebäude noch etwas vor. Aber vielleicht sollten wir das an anderer Stelle bereden. Nun, dann, er öffnet seine Hand einladend zu der Tür, die gerade eben aufging. Und es riecht ein bisschen nach Schweiß, muss ich so meinen, wenn du dann eintrittst. Aber es ist ein gut möbliertes Zimmer, allerdings ohne Fenster. Und das ist eben auch der Grund, warum es so nach Schweiß riecht. Er macht die Tür wieder zu und du bist alleine mit Zulamin und dem Vogt-Vikar der Kirche, Taron Haider. Also gut, dann setzt euch bitte. Irgendetwas, während wir besprechen? Etwas zu essen, etwas zu trinken? Nein. Bei mir alles gut. Zulamin, magst du etwas essen oder trinken? Ein Schluck Wasser vielleicht. Ein Wasser, sehr wohl. Und er geht noch einmal ab, kommt dann nach wenigen Augenblicken wieder. Ihr wisst nicht genau, wohin oder woher er kam, denn in dem eigentlichen Tempel habt ihr nichts gesehen, was irgendwie, gut, halt viele Türen. Vielleicht ist er hinter einem der Türen verschwunden, kommt dann wieder und bringt euch das Gewünschte. So, ich habe hier noch einmal eine Preisliste für den Bau. Natürlich können Mieten abweichen, je nach Art der Unterbringung, aber ein Bretterbau, je Rechtschritt, ein Bohlenbau oder Fachwerk, Lehmziegel ebenso möglich, Steinbau oder Keller. Bulamin, was meinst du? Mit einer Wehranlage, ohne eine Wehranlage, Möblierung, Fensterkosten extra. Eine Wehranlage ist nicht zwangsläufig notwendig. Wir wollen... Ja, aber etwas mehr als ein Bretterverschlag sollte es schon sein. Natürlich. Vielleicht ein Ziegelsteinbau oder so etwas. Baut man so hier? Nun, wir sind die Fexkirche. Ob man in Alanfa so etwas baut, wir können alles möglich machen. Oh, das ist in Ordnung. Nun, es geht uns im Kern um... Auf alanfanische Steine können sie bauen. Ja, ich habe davon gehört. Gute Steine, schwarze Steine, habe ich alles schon selbst inspiziert. Es geht mir um Folgendes. Ich habe gestern die unglückliche, Situation hier in der Stadt wahrnehmen müssen und es ist doch ganz furchtbar gewesen und mein kleines zwergisches Herz tat mir an dieser Stelle ein wenig weh. Denn wie die Leute so gestorben sind, da sind ja bestimmt viele Waisen entstanden. Und ich habe mir gedacht, da ich gestern Glück hatte in der Arena und auch ein bisschen was verdient mit einer Wette, würde ich ganz gerne auch dieser Stadt etwas zurückgeben. Und ich dachte daran, ein Waisenhaus zu bauen und Ganze dann auch mit einem gewissen Gelddeputat zu versorgen. Ich weiß nicht, eine Rente oder so, die monatlich an den oder die Verwalterin des Hauses ausgezahlt wird, sodass sie sich um die Waisen kümmern kann. Nun, dann würde ich sagen, sagt mir, wie viel das Gebäude kosten darf und wir kümmern uns um alles, sowohl den Bau als auch die Materialien, die Arbeitskräfte, das Einrichten eines eventuellen Schreines eurer beliebigen Gottheit und natürlich auch die Anwerbung von Personal. Guck jetzt trotzdem mal, ob mein Geiz triggert oder ob ich bereit bin, hier ordentlich Geld in die Hand zu nehmen. Geiz triggert nicht, sehr schön. Nun, ich habe insgesamt 3000 Dukaten verdient. Ich würde insgesamt vielleicht 1000 Dukaten dafür berappen, das Gebäude zu bauen und
das Gelddeputat anzulegen. Das heißt, 500 Dukaten für das Gebäude, 500 für, nun ja, Rente, die ich gewissermaßen bei eurer Kirche hinterlegen würde. Und nun, ihr zahlt sie dann immer Monat für Monat an die von mir bestellte Person aus. Er scheint auch bei der Summe einfach nur zu nicken und das so hinzunehmen. Das ist jetzt für ihn keine Summe, die irgendwie außergewöhnlich hoch wäre, hast du das Gefühl. Er nickt dann aber, stellt so ein paar Berechnungen an auf einem kleinen Schmierpapier. Nickt dann, nun gut, dafür können wir sicherlich einiges leisten, inklusive Wasseranlage. Wir werden etwas vom Aquädukt abziehen. Ist wohl eine ganze Menge dabei, ja. Das wird außergewöhnlich gut. Auch über die Lage lässt sich dann philosophieren, ob man es direkt am Schlund baut oder in den Brabaka-Bretterbuden. Oder aber in Richtung, könnten sie nach Nordwesten der Stadt verlagern. Von dort aus kämen dann auch noch eventuell die... Das könnte man machen, ja. Das klingt gut, das klingt gut. Ich vertraue eurem Urteil da. Ihr kennt euch sicherlich besser aus als ich in dieser Stadt. Deshalb, wenn ihr eine Empfehlung habt, folge ich nur zu gerne eurem Ratschlag. Nun, Empfehlung, wenn es nach mir geht, dann würde ich doch eher den Schlund aufbessern wollen. Allerdings, wenn ihr einen anderen Fahner fragen würdet, dann würde der tatsächlich eher die Bretterbuden in Betracht ziehen, weil er für den Schlund wenig Hoffnung sieht. Ich sage allerdings, nee, keine Seele ist verloren und die Firon-Kirche hat ihr Glück auch versucht, also warum nicht? Das ist richtig. Dann werde ich dem wohl zustimmen. Der Schlund klingt ganz vernünftig. Ist es dort denn sicher für die Kinder? Wir haben gehört, dass es kein besonders gutes Viertel ist. Nun, aber vermutlich werden die meisten Kinder, die ihre Eltern verloren haben, ohnehin aus dem Schlund kommen, wenn das die Menschen waren, die aufbegehrt haben. Du hast recht, dann müssen sie nicht entwurzelt werden. Nun, die Kinder aus dem Schlund sind tatsächlich sehr gewalttätig. Sie haben ihre Eltern früh verloren und werden sicherlich selbst früh eines Tages sterben. Und ein solches Etablissement könnte tatsächlich helfen, dass die Sterblichkeit dort verringert wird. Das ist zumindest meine Hoffnung. Das klingt gut. Dann ist es also beschlossen. Handhaben wir das so. Sehr, sehr gut. Dann werde ich natürlich noch einmal Rücksprache mit der Firon-Kirche halten und sie darüber informieren. Vielleicht kann uns der Vater auch einige Informationen geben, da ich, wie gesagt, selbst nicht oft dort untergebracht bin. Sayane Ulfert hätte uns jetzt helfen können, allerdings hat die auch gestern das Zeitliche gesegnet. Wir haben es gehört. Möge Fex sie behüten. Genau. Nun, das klingt alles ganz gut. Wie viel schulde ich Ihnen dann für Ihre Dienste? Oder ist das schon im Preis mit inbegriffen? Wenn ihr uns die 1000 gebt, dann würden wir davon unser Anteil abziehen, korrekt? Sehr wohl. Dann würde ich ihm 1000 in Edelsteinen geben. Ja, wird wieder eingestrichen, ohne wieder mit der Wimper zu zucken. Genau. Die vertraglichen Bestimmungen, das schließen wir dann am besten alles, würde sagen, am morgigen Tage ab. Ich habe nämlich noch eine Vorlesung zu halten. Sehr gut. Ich bereite alles vor. Ich muss allerdings jetzt erst einmal das Erbe der Ulfarts regeln. Ich hatte hier gerade ein paar Helden, die Fex es wollte, zu ihren Nachfolgern bestimmt worden sind. Und das muss ich jetzt erst einmal in die Bahn lenken. Vielleicht könnt ihr uns mit diesen Helden einmal bekannt machen. Sicherlich. Die Ulfarts waren bisher immer recht freundlich und auch der Fexkirche zugetan. Ob diese Helden es allerdings auch tun und sich mit euch abgeben, ich werde natürlich verlauten lassen, dass ihr dem Schlund eine beträchtliche Spende dagelassen habt. Aber ob ihr euch mit ihnen treffen mögt, das obliegt ihnen. Selbstverständlich. Aber wenn sie ohnehin hier gewesen sind, vielleicht haben sie ja Lust, einmal... Sie sind ganz frisch in Alanfa eingetroffen. Ich glaube auch, nicht alle von ihnen sind Alanfaner. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es müsste in den Unterlagen irgendwo stehen. Sie sind zumindest weitgereiste Helden und jetzt vor kurzem erst per Schiff eingelandet. Das klingt doch alles in allem sehr vertraut. Es geht uns ja ähnlich. Wir kommen ja auch zum größten Teil nicht aus Alanfa. Und vielleicht kann man sich einfach einmal austauschen hinsichtlich der Schwierigkeiten. Und ja, allem anderen, von Held zu Held so gewissermaßen.
von Held zu Held, selbstverständlich. Nun, dann Fex mit euch. Gehabt euch wohl. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und Fex mit euch. Wenn ihr noch etwas braucht, fragt direkt nach mir. Ich bin der Vogtvikar. Natürlich, Vogtvikar. Das werden wir machen. Nun dann, einen schönen Tag noch. Ja, und dann würde ich wieder aufs Schiff gehen und erstmal den Leuten ihre Wettgewinne bringen. Und dann selber lehren. Genau, ich würde gerne Jalan mitnehmen für meine... Ja, Frage, bevor ich es vergesse. Wie viel Geld habe ich jetzt eigentlich aus der Wette rausgekriegt? Die Quote, die du mir genannt hast, waren 70-30, aber ich weiß nicht, ob die gedeckt war. Ja, also rechnet einfach da mal damit, dass ihr 3000 Dukaten... Okay. Beziehungsweise, also Boltax kriegt 3000 und ihr bekommt 2000. Ich finde, das ist okay. Gut. Wie sieht es bei mir aus? Ich habe ja nur 200 gesetzt. Ja, dann nimmst du die 400. Okay. Dann habe ich jetzt nämlich eine schwarze Kasse. Und dann, Boltax, was ja, willst du? Nun, erst einmal hier. Das ist dein Säckelchen. Oh, Jalan tritt etwas an Eimer gelber Farbe hinter die Tür, hinter der er gerade steht. Oh ja, danke, danke, auf den habe ich schon gewartet. Ja, wunderbar. Und zum Zweiten, ich habe ja heute wieder Vorlesung und ich möchte gerne, dass du mich heute begleitest. Soll ich dir endlich was über Antimagie erklären? Nein, geht um elementare Magie. Alter, damit kenne ich mich nicht aus. Das ist alles gut, alles gut. Ich habe mir da schon eine gute Sache überlegt. Es geht vor allem um deine Erfahrungen. Auf die werde ich dich dann ansprechen und du kannst den Studiosi dann ein wenig davon erzählen und dann werden sie begreifen, was das mit einem Element zu tun hat. Sulamin und Diamantis wussten ja auch nicht, was ich von ihnen verlange und es hat ohne Probleme funktioniert. Also, mache ich dir da... Macht mit, Jalan, es ist ein Riesenspaß. Nun gut, ich hatte ja sonst... Nun gut. Sehr schön, sehr schön. Sulamin, könnt ihr mir einen winzig kleinen Gefallen tun? So in einer Stunde kommt draußen ein Handwerker, nimmt einfach die Kiste an und stellt sie in die Kajüte, ja? Danke. Oh, ich hatte eigentlich vor, mich mit Chiaras Carino zu treffen. Ah, hervorragend. Grüß dich von mir. Gerne. Okay, dann schauen wir erst einmal rüber zu Abelmir, der ist schon seit einiger Zeit dabei. Ja, ich hatte eine Vorlesung in Philosophie. Die ist nicht besonders gut besucht und wahrscheinlich schlafen... Nein, ist sie nicht. Schlafen schon jetzt der Studenten. Also du wirst sehen, dass drei von den anderen Spektabilitäten dabei sind, die das tatsächlich recht interessiert, aber Studenten sind nur zwei anwesend. Zwei Studenten, drei Spektabilitäten. Ja, der Titel lautet Apriorische Formen und ihre Auswirkungen auf postpriore Existenz. Uff. Nun, meine Herren, der Geist sehr ganz zu sich selbst gekommen. Andere beseitigen diese Inkonsequenz und behaupten, dass alles, was wir wahrnehmen, Phänomene und Bewusstsein seien. Ein Ding sei weiter gar nichts als die konstante Summe von Empfindungen im Bewusstsein. Eine Anschauung, die nur noch den Geist und seine Ideen bestehen lässt und außerhalb dieses Geistes keine materielle Welle sieht, ist konsequenter. Los! Als überindividuelle Vernunft in seiner vorbegrifflichen Form und Sumu als deklarative Demonstranz seines Willens, die er im Moment seiner Schöpfung nicht kontrollieren kann. Die Wut seines Willens bezwingt seine Schöpfung und damit einen Teil seiner selbst. Die Trauer um den Verlust entspringt der Unwill seiner eigenen Minderung und der Erkenntnis seiner eigenen Endlichkeit. Um dies in eine begriffliche Gedankenkette auf die Sphärentheorie zu übertragen, möchte ich an dieser Stelle das Arcanum zitieren. Ich kram mal so eine Schriftrolle raus. Hier ist Weisheit. Die siebte umfasst alle anderen der Sphären, wie die Schale die Nuss umfasst. Und sie dreht sich immer da um eine Achse, gegeben durch das Mysterium von K. Und wo da ist Rethorn in der vierten Sphäre? Und Alvaran in der fünften und der Nordstern in der sechsten. Da ist also die Seelenmühle in der siebten. Denn wer verfluchet und muss in die Niederhöhlen, was ein gänzlich falscher Begriff ist, wo sie auch nicht unten, sondern oben sein, der geht durch die Mühle und wird vermahlen für einen Äon, auf das nichts bleibet von seinem göttlichen Funken.
welcher ist in uns allen. Da wird ihm geraubt das Leben und der Tod, denn sie sind die Geschenke der Götter. Und zugewiesen wird ihm ein Platz in einer der Demisphären, welche wiederum ein falsches Wort ist, wo es doch jeweils ein Zwölftel und nicht die Hälfte. Ich aber sage euch, der Dämon sind so viele, dass selbst die thulamidische Zahl, die so groß ist, sie zur Beschreibung heranzuziehen. Dies mag daher kommen, dass all jene unendlich viele Dämonen, die wir kennen, prinzipiell nur eine Klasse unendlich vieler Wesenheiten existieren. Was aber nun ist unendlich mal unendlich? Würfel mal auf Magiekunde? Immer zweimal mehr wie du. Zählen die Mond? Ja. Theologie? Ja, zählt. 10 reicht. Dein Kollegus hat gerade metaspekulative Dämonologie zitiert. Und zwar ist das die Einleitung aus Bobrats Testament. Nun, wie mein Kollege wohltrefflich ausführte, seine Quellen mögen etwas verwerflich sein, aber nichtsdestotrotz wahr. Nun, wollt ihr nicht fort, um diesen wenigen Studenten etwas Erleuchtung zu bringen? Der Geweihte sagt, der Erzdämon gibt es 12. Dabei steht die Spektabilität auf und tritt an dich heran, beziehungsweise neben dich, breitet die Arme so ein bisschen aus. Denn sie sind die Feinde der Götter. Ihre hohen Diener sind 12 mal 12 und jedem von ihnen dienen wiederum 12. Der Dämonologe, der dem Namenlosen anhängt, aber sagt, und damit fängt er selber an, und das ist schon grenzwertig, selbst für Alan Fana. Nun, Bobrat bevorzugt anscheinend das konstruktivistische Modell, welches besagt, dass anstelle individueller Entitäten nur ungeformtes Chaos besteht, welches erst durch die Matrix des Zaubers beim Invokationsprozess in die erwartete Form gebracht wird. Nicht wahr, Kollege? Derweil kann Zulamin am Silberbergtor vorbei passieren. Als Geweihte lässt man dich ein und nach kurzem Weg durch die einzelnen Villen kannst du tatsächlich ziemliches Geschnatter hören, vor allem von den Paligans her. Auch ein großes Trauerzelt, was da wohl aufgebaut wurde. Unglaublich groß und schwarz. Und man unterhält sich da wohl gerade irgendwie so eine Feier für die Verstorbenen. Du weißt nicht genau, wer da verstorben ist, aber gehst dann eben vorbei. Kannst dann wohl auch erkennen, wie das Tor von den Ulfharts offen steht. Irgendwie neue Wachen, die gestern noch nicht da standen. Irgendjemand ist vielleicht eingezogen. Und dann kannst du in Richtung von der großen Villa Carino gehen, wo du Kiaras an einem der Springbrunnen entdeckst. Zulamin denkt sich, na, das ging ja schnell, als sie bei den Ulfharts vorbeikommt und geht dann auf Kiaras zu. Kiaras! Zulamin. Ich hoffe, ich komme nicht ungelegen. Aber nein, es ist immer eine absolute Freude, dich zu sehen. Nun, ebenfalls, Bruder. Schon gleich ist mein Tag besser. Was bringt dich her? Nichts wirklich Wichtiges, aber gestern Abend ging es um so viele wichtige Dinge, dass wir gar nicht dazu kamen, über die schönen Dinge zu reden. Ich habe über Janka gesprochen, aber gar nicht über den Tempel und über ein Erlebnis, das ich dort hatte und gerne mit euch teilen würde. Oh, nun, lass uns einen ruhigeren Ort zum Reden suchen, wo wir uns hinsetzen können. Zulamin begleitet ihn